Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Diablo 3 mit der Season 4. Ja, mir ist leider etwas passiert. Ich habe einen Part verschwitzt. Ja, ich habe ihn gelöscht aus Versehen, weil ich dachte, ja, ich habe das Video schon hochgeladen. Okay, jetzt kann ich es wegwerfen, weil die Videos so groß sind, dass Windows 10 die sofort löscht. Und dann ist es zu spät gewesen. Ja, ich habe im verlorenen Part einen Rift gezeigt, habe aber keine Legendaries gefunden. Ah doch, der Ring, glaube ich. Nein, was ist der Ring? Das früher. Den haben wir im vorherigen Part gezeigt. Also der noch war. Vielleicht ein schnell. Nein, das ist, glaube ich, auch einer von hier. Also vor allem die Waffe und ich glaube den Gürtel und ein Schild für den Templer habe ich hier hergestellt. Und ja, dieses Schild hier noch. Und also der Ring nicht. Also ja, der Ring nicht. Aber den haben wir irgendwann mal gefunden. Ich weiß nicht, ob in diesem Video im Part 3 oder in dem, das ich verloren habe. Aber wir machen das jetzt nochmals. Neue Fähigkeiten habe ich, glaube ich, mystische Verbündete, wenn das nicht schon damals war. Und hier habe ich auf explosives Licht umgeswitcht. Plötzlich Angriff hatten wir. Ja, war ungefähr so. Ist nicht viel passiert, also ihr habt nicht viel verpasst. Das ist mir jetzt einmal passiert, jetzt werde ich es nie mehr machen. Ich schaue immer zweimal jetzt, ob ein Video schon hochgeladen ist. Bevor ich wieder alles lösche, Gott, oh Gott. Nein, ich habe jetzt längere Zeit keine Probleme mehr gehabt mit selber löschen. Also ihr seht jetzt momentan fetzen wir richtig. Und es ist plötzlich wieder passiert, okay. Man hat halt manchmal auch andere Probleme, wie zum Beispiel gestern Abend richtige Übermüdung. Weiß nicht, wieso es so müde wurde. Durchs Wetter. Und dann noch zwei Parts aufzunehmen. Einmal Diablo 3 und einmal Hexit. Von Minecraft ist mir ein bisschen zu viel gewesen wahrscheinlich. Dass meine Konzentration dann danach noch ganz im Keller ging. Bei Hexe bin ich zweimal gestorben wegen schlechter Konzentration. Und das ist momentan einfach mein Problem, wenn ich da einfach zu viel verlange für meinen Körper, für mein Gehirn. Und so langsam das Gehirn anfängt so richtig andere Sachen zu machen. Weil ich habe einen Server zu leiten. Da hat gestern ja auch jemand ein bisschen Blödsinn gemacht. Muss ich immer dabei sein und dann noch hochladen, also aufnehmen. Braucht auch wieder ein Ding. Energie. Ja, was ich also an einem Tag leisten muss, das ist extrem und ja, da würde jeder in die Knie gehen sozusagen. Meine Maus, meine Maus. So, jetzt. Ich mag Lasermäuse nicht so. Aber dennoch habe ich immer eine. Weil es auch nicht so andere Möglichkeiten gibt, aber. Und da irgendwie das Sensor, also Laser nicht richtig. Es sieht sozusagen. Dann hat man halt manchmal Probleme. So, Wasserverbündete ist. Okay, Kälteschaden einfrieren. 7 Wellenangriffe. Ah, das ist das kleine.
Das sind so kleine Wellen nacheinander, sieben, also nacheinander. Okay. Da haben wir keinen Sockel. Brauchen wir den Topaz eigentlich nicht. So. Ein Schildschrein. Pylon. So setzen wir Reisender Wind ein, auch wenn wir es nicht brauchen. Okay. Da haben wir nochmals ein Pylon. Yay. Sind wir schnell. So richtig schnell. Die Gegner sterben nach dem Angriff und nicht während dem Angriff. So, können wir alles noch ein bisschen schneller machen mit dem Speed. Jetzt sind schon ein paar Level 500, also Paragon Level 500. Und das ist jetzt die Welle gewesen. Das finde ich einfach nur übertrieben, wie viel Mensch, wie die Menschen den Tag, ganzen Tag nur zocken können. Okay, ich mache den ganzen Tag immer Videos und kümmere mich um den Server und mache Sport. Aber ein Spiel so extrem zu zocken, verwundert mich schon. Und das ist extrem, also. Suchtig, mega suchtig. Es geht alles so schnell jetzt gerade im Diablo 3. Könnten sogar einen Schwierigkeitsgrad hoch. Machen wir dann nachher, wenn wir das Riff fertig haben. Und dann geht alles auch noch ein bisschen schneller. Und ich denke, sobald wir Level 70 sind und auch ein paar gute Items haben, machen wir dann die Kampagne. Die möchte ich unbedingt machen mit dem Charakter. Auch wenn es nicht viel bringt. In einem Let's Play muss doch eine Kampagne hin. So. Okay, so viel Gold hätte ich nicht erwartet. Ah, nicht die Stunner. Dann lieber sieben Fäuste. Okay, es ging schnell. Das auch. Ha! Das ging auch sehr schnell. Toll, toll, toll. So. Ah, das ist das Zeichen für ja, Riftportal abgeschlossen. Wir können Belohnung abholen. Aber ich möchte gerne noch hier bleiben ein bisschen. Ah, halt doch die Schnauze mit deiner Galle. So. Das ist etwas Hässliches. Etwas un... ab, ja. Etwas, was man nicht hören will, einfach.
So. Genau, auf der Falle noch kurz Ding eingesetzt. Boden der Woge des Lichts. Ah. Das andere ist das Oden. Hm. Ja, genau, sterbt alle zusammen. Ah, wird es mich freuen, wenn wir dann das Set komplett haben und dann immer Ding einsetzen. Schlag der sieben Fäuste. Und dadurch Explosion Perl drauf machen, also explodierende Hände. Ah, schön. Boing. Der Bong hat eingeschlagen. So. Was ist im nächsten Gebiet? Okay, nochmal. In einer anderen Farbe. Yay, Goblins. Und wo? Da oben sind rote. Ah, ein roter, stimmt. Das war ein Paragon. Im PTR. So, dass es zwei waren immer. Aber es ist ja immer einer jetzt. Wieder. So, richtig viele Blutsplitter. Dann sammeln wir noch alles ein. So. Ja, da können wir eigentlich jetzt... Ach komm, Geisteskrafterzeugung. Man setzt ein... ich setze gerade einfach zu viel ein. So, jetzt aber. Lasst mich jetzt in Frieden zurückkehren. Jetzt haben wir genug von einem Rift. Ach komm, ey. Ah, wir haben es geschafft noch. So, abschließen. Und, ja, der Loot war richtig beschämt. Ja, 14 wäre etwas, das man holen könnte. Ach komm, wir machen mal Armschienen. Yes! Ich war mir nicht ganz sicher, aber, jetzt bin ich mir sicher. So, dankeschön. Die Armschiene haben wir schon mal. Dann können wir die dann auch in den Würfel tun. Schulterplattenpanzer haben wir gesagt. Ja, das ist gut genug. Und Stiefel. Ja, auch gut. Mit Bewegungsgeschwindigkeit. Das ist alles auch ein bisschen angenehmer. So, also die Gunther-Armschienen haben wir. Das können wir auch Explosion Palm richtig effizient einsetzen. Ja, verkaufen. Das könnten wir noch kurz transmogrifizieren. Das habe ich das letzte Mal auch gemacht. Wow, Tyra ist Macht. In Diablo 2 war das so extrem selten. Hier findet man es eigentlich die ganze Zeit. Stufe 6. Was? Wie hieß das? Geschicklichkeit. Da müsste ich auf Feuer. Nein, auf. Müssen wir kurz zuerst schauen. Sorry. Wenn wir hier jetzt mal nicht Woge machen, sondern expandierende Hand, dann haben wir eigentlich heilig. Ja, das wäre gut, dann haben wir auch genug Effizienz. Ja, können wir
genug einsetzen, weil Geisteskraft gibt. Und machen wir mal auf Heiligschaden. Also machen wir mal auf 9%. Okay, jetzt haben wir zu wenig Geld. Scheinbar. So. Und ja, das war noch der Zwangkolben, der recht viel Damage gab. Jetzt ist er minus 60%. Den lasse ich noch ein bisschen im Inventar, weil ich es kann. Nein, einfach so, weil er mir gute Dienste geleistet hat. Und jetzt machen wir auf Meister. Wir machen zwei nach oben, weil wir auch eins runter gemacht haben, weil wir gestorben sind da. Gegen Maltail war das noch, glaube ich. Und jetzt sind wir eigentlich genug stark, um Kopfgelder zu machen. Schon wieder. Wieso wechselt das nicht mehr? Der Bonus ist eigentlich im Investmark. Tötet Adria schon wieder. Ich möchte gerne Caldeo machen. So, was haben wir hier? Soldan Kul ist einfach. Dann machen wir kurz. So, also man markiert mit explodierender Hand einen Gegner und der bekommt dann Brandschaden über und wenn er stirbt, explodiert er. Und die Gundarmschienen machen, dass alle Gegner ringsum dann neuen bekommen. So. Reißende Wind auch nochmal einsetzen. Ja, und das war noch ein bisschen die Explosion von den explodierenden Hand. So. Statische Aufladung. Mantra der Überzeugung. Wir machen mehr Schaden, das ist wichtig. Unerbittlicher Angriff. Das wechseln. Das. Ja, die. Okay, super. Jetzt haben wir keine Sockel mehr. Jetzt möchte ich noch hier schauen. Betäubt. Er bringt nicht viel. Ja, da machen wir mal ein bisschen Damage heute. Noch mehr Damage. So, nächstes. Leider kann ich es nicht fertig machen, weil ich jetzt keine zwei Parts nacheinander hochlade. So, entweder nach oben oder unten. Ich gehe jetzt mal nach oben. Das Problem ist, es ist recht schwach. Explodierende Hand noch. So, aber wenn man einen angreift, bekommen die anderen natürlich auch fett Damage durch die Explosion. Dann doch lieber so. Gut, das haben wir auch easy geschafft. Also ihr seht es eigentlich, einen töten, andere gehen kaputt. Die Explosion macht so fetten Damage. Ja, es ist unten. Natürlich ist es unten, natürlich. Die sterben dafür, so. Hey, du. Manchmal ist es rechts, manchmal ist es unten, es nervt. Kann es nicht nur einen Weg geben.
aber das Video wird langsam lange. Noch ein bisschen. Ich muss den richtigen treffen und zum Explosieren bringen. So. Da unten. Natürlich ist die Reichweite jetzt nicht so groß wie bei Odem der Sterblichen. Oder wie heißt es schon wieder? Ach, Mano. Woge des Lichts. Ha, ich vergesse die zwei. Vertausche die zwei immer wieder. Wieder ein Goblin. Irgendwo. Aber dafür viel stärker. So, auch easy. Haben wir das. So, nächstes. Noch ein Goblin. Und eben, man bekommt eigentlich immer noch eine Explosion. Noch mehr Explodierhände über. Da geht es eigentlich noch schneller dann. Noch viel schneller. Die explodieren eigentlich so in der Kettenexplosion, wenn man genug stark ist. Und das bringt schon viel. Seht ihr, alle haben jetzt. Oder einer hat nicht, okay. Bei einem war die Reichweite zu kurz. Wum. Da hat sie ihn aus den Schuhen gekippt. So richtig fett. So. Ja, es ist momentan eigentlich recht entspannt. Auch auf Meister. Man könnte sogar auf Koala. Nein, kann man nicht. Oder? Weil das man erst Level 60 sein muss mit einem Charakter. Oh, nicht aus Reichweite gehen. Dann geh du mal. Nein, du musst jetzt mal. Ja. Du musst ihn killen gehen. Nicht nur herumtanzen, das geht mal gar nicht. So. Mystische Verbündete. Ja, ja. So. Jetzt haben wir eben noch rot. Jetzt hat er auch expandierende Hand. Sehr schön. Ich mag den Skin. Jetzt muss ich nachher noch einkaufen gehen. Oh je. Yeah. Schwere Flaschen tragen und Süßigkeiten in die Tasche. Ja, und jetzt kommt noch mal ein Gegner. Was war das? Ah, mehrere Gegner. Wow. Du bist fast gestorben. Oh. Nicht wir wären. Das geht mal gar nicht. So, aber jetzt ist das Video eigentlich genug lang. Im nächsten Part werden wir Kopfgeld hat nur wieder von vorne anfangen. Aber, wow, sogar einen stärkeren könnten wir benutzen. Super. Das geht so schnell. Oh, sieht das geil aus. Ha! Ja, im nächsten Part halt Kopfgeld, Aufträge wieder von vorne. Die 5. Aber wahrscheinlich auch in den Caldeum. Je nachdem, wo auch der Bonus ist. Wenn er nicht in Akt 5 ist. Weil Akt 5 Bonus will ich jetzt nicht machen.
und sonst eben 2, Akt 2 und danach wieder ein paar trifft. So, also, Dankeschön fürs Schauen, bis zum nächsten Part, euer Drago. Tschüss.